herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen heute als Vorbereitung für einen Tango die drei Akkorde D-Moll, G-Moll, A7 und wieder D-Moll. Wer mitspielen möchte, kommt her an die Tasten. So, unser erster Akkord, das sind die Töne D, F, A. Mit den Fingern 5, 3, 1. Das ist dieser Akkord. Der zweite ist D, G und B. Wir nehmen die Finger 5, 2, 1. Beachte, dass der Zeigefinger ein Stück nach hinten rutscht, weil der kurze Daumen auf die schwarze Taste geht. Also. Und unser dritter Akkord, jetzt bleibt der mittlere Ton, der tiefere geht auf die schwarze Taste und der geht dahin. Ich habe jetzt Cis, G und A mit Finger 5, 2, 1. Und ihr könnt euch denken, danach rutscht der Kleine wieder runter aufs D, der mittlere geht aufs F und ich habe wieder D, F, A. Ich mache meine Käfer weg und spiele es euch nochmal so. Also, D, F, A, 5, 3, 1 von unten nach oben. D, G, B mit 5, 2, 1. Cis, G, A auch mit 5, 2, 1. Und dann wieder D, F, A mit 5, 3, 1. Jeden dieser Akkorde spiele ich jetzt im Tango-Rhythmus. Gut gemacht! Wenn du die drei Akkorde spielen kannst, bist du jetzt so weit, dass du den Tango spielen kannst. Happy playing, bis zum nächsten Mal.